a whole new game. Trying to do a little good, cleaning up the neighborhood, cause it's going down the drain. Tomorrow's never gonna be like yesterday, when we took it nice and slow. Never take a holiday, didn't need it anyway, honey, that's the way it goes. No, it's gonna be a long, hard night. Ist noch ein ziemlich junges Ding, ja? Ja, 19. Höchstens 20. Unglaublich, dass jemand, der nach der Beatles-Ära geboren wurde, alt genug ist, um auf ein Titelblatt zu kommen. Ach, mein Stiefbruder hat auch immer solche Sprüche drauf. Weißt du, Susanne, als Nixon abgetreten ist, hast du noch nicht mal in Gedanken existiert. Nicht, dass sie jetzt denken, ich möchte auf ein Titelblatt oder sowas. Könntest du aber. Ich meine, gut genug siehst du aus. Ach, so ein Quatsch. Meinen Sie wirklich? Okay, alle auf den Boden, runter mit den Matschbirnen! Das ist ein Überfall! Mach die Kasse auf. Glaub mir, Süße, du hast wirklich das Zeug zum Covergirl. So, alter Mann. Wo könnten die hübschen Scheinchen stecken, die jeden Donnerstag von dem reizenden Bankauto abgeholt werden? Ihr sollt liegen bleiben und die Klappe halten! Habt ihr doch alle gehört? Er war umgezogen! Es gibt doch Schlimmeres, als dass jemand einem zum Geburtstag eine kleine Freude bereiten will. Ich will nur nicht, dass sich irgendwer verpflichtet fühlt, okay? Sowas liegt mir nicht. Das wird ein ganz gewöhnlicher Tag. Heute Abend lädt Jerry mich in ein Restaurant meiner Wahl ein und aus und Ende. Also ein kleiner Gourmet-Ausflug durch die Hamburger und Pommes Fritz-Zähne. Wir haben heute ganz frische Pistazienplätzchen, Cass. Na toll. Danke, Bonnie. Und deine Bärenkralle bringe ich dir auch gleich, Sibyl. Frisch gebrüht. Du hast es ihr gesagt. Den anderen etwa auch? Charlie, da hängt dir jemand einen Geburtstagsgruß an die Scheibe. Das sieht aber nach einem verdammt unangenehmen Gruß aus, Partner. Hey! Hey, was soll das? Was tun Sie denn? Ich stehe doch absolut korrekt da. Das stimmt. Stehen Sie auch. Geburtstagsbübchen. Hey, Leute, die Show fängt an. Super, ne? Das ist doch noch was auf die alten Tage, Charlie. Wahnsinn! Hey. Ja, Charlie? Lach doch mal! Herzlichen Glückwunsch, Charlie! Glückwunsch! 1657 Bay Avenue, Ecke 28. Achtung an alle Einheiten! Cass! Da läuft ein Raubüberfall! Los, komm schon! Beeil dich, wir müssen weg! Okay, ich hab alles. Na also, recht herzlichen Dank für eure Mühe. Jetzt bleibt alle schön liegen und haltet die Klappe. Mir.
Alles in Ordnung? Ich habe Schüsse gehört. Nichts passiert. Und du? Na ja, dem Typ im Laden spritzte das Blut raus wie eine Fontäne. Ich glaube nicht, dass er schafft. Seine Knarre. Ich habe ihn sauber an der Schulter getroffen. Er wird sich bestimmt einen Arzt suchen müssen. Was ist mit seinem Kumpel? Billy Palladino. Wohnte draußen in Reseda. Ich habe Tobias hingeschickt. Wenn ich mich umgezogen habe, hacken wir danach. Hast du gesehen, wie er mich angeguckt hat, als dieser Billy zu Boden ging? Wahrscheinlich so, wie du gucken würdest, wenn mich einer umlegt. Hey, mach dir keine Sorgen wegen dem Kerl. Ich mach mir wegen niemand Sorgen. Wir sehen uns dann beim Auto. Entschuldigung, sind Sie zufällig Ärztin? Mein Gott, was ist passiert? Irgend so ein Kerl, ich war am Bankautomaten und er hat ein Messer. Moment, lassen Sie mich sehen. Schaffen Sie es bis zur Notaufnahme? Ich sagte, er kann die Kohle haben, er muss mich nicht abstechen. Trotzdem hat er zugestochen. Oh, das ist doch eine Schusswunde. Geht das jetzt den ganzen Tag so, Cass? Wird in Palladinos Bude vielleicht auch eine Stripperin auftauchen? Sie ist unter meiner Dusche. Also mit der Sache habe ich nichts zu tun, Charlie. Genauso wenig wie heute Morgen, stimmt's? Hat Valentine mein Geburtsdatum etwa vom Standesamt? Na gut, ich habe es ein paar Leuten geflüstert. Und weißt du auch warum? Weil ich wusste, dass du dir das tief im Herzen gewünscht hast. Und wie steht's mit der Stripperin in meiner Dusche, Cass? Weißt du auch, dass es mein Herzenswunsch ist, dass sie verschwindet? Ich hol sie schon raus. Ich habe sie zwar nicht bestellt, aber ich hol sie gern raus. DeLuca, hast du schon die Liste von den Krankenhäusern durch? Glaub denen doch kein Wort, DeLuca. Ich wusste sofort, dass es keine Politesse war. Sieht so aus, als müssten sie es nächstes Jahr nochmal versuchen. Naja, andererseits, wenn er sie erstmal gesehen hat, ändert er vielleicht seine Meinung. Würden Sie mir freundlicherweise den Bademantel geben? Bitte? Wer auch immer Sie sind. Danke. Aber mit Plaisir. Wir suchen nach einer Schulterverletzung, DeLuca. Ist ein neuer Fall. Wie war die Adresse? Ich rufe dich zurück. Was ist denn mit dir passiert? Ach, das ist nicht von mir, das ist von jemand anderem. Ist ein Weilchen her, hm? Ja, 4 Jahre. Ich habe einen Fototermin in Tansania und hatte hier eine Zwischenlandung, da dachte ich... Tansania, hm? Klingt interessant. 4 Jahre? Ich dachte, es wären 3. Aber es wird schon stimmen. Weißt du, auf dem Weg hierher habe ich diese Szene immer wieder im Kopf durchgespielt und versucht mir vorzustellen, wie wir es schaffen, ohne diese Verlegenheitspausen. Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie keine Überraschungstripperin sind? Halt dich ja zurück. Das ist meine Tochter Cindy, Joe Kasarowski, mein Partner. Ja, wir kennen uns. Naja, das ist mir eine ganz besondere Freude. Sind Sie Papis Geburtstagsüberraschung? Nur eine Zwischenlandung. Bist du taub? Nicht unbedingt jeder auf diesem Planeten ist auf meinen Geburtstag fixiert, klar? Herzlichen Glückwunsch, Charlie. Hör mal, warum fahre ich nicht allein bei diesem Palladino vorbei, Charlie? Dann könnt ihr beide euch ein bisschen was erzählen. Okay? Moment. Ich habe eben mit DeLuca gesprochen. Da gibt's eine Ärztin, Dr. Ruskin, aus der Paramus-Klinik. Circa eine halbe Meile von dem Schnapsladen weg. Sie ging raus wegen ihrer Autoalarmanlage und ist nicht zurückgekommen. Dann werde ich die Dame doch mal zu Hause besuchen und nachschauen, ob sie unserem Typen ein Pflästerchen verpasst hat. Ruf mich auf jeden Fall an und sag mir Bescheid. Geh schon, Charlie. Ich merk doch, dass du gehen willst. Es ist nun mal so, dass ich an dem Fall dran bin, Cindy. Wenn du angerufen hättest, hätte ich mich drauf einstellen können. Ja, das hätte ich tun sollen. Und wie üblich wird keiner diesen schwierigen Fall lösen können, außer Charlie Battles.
Ich bin nicht gekommen, um zu streiten, okay? Warum gehst du nicht einfach und erledigst deine Arbeit? Wir reden später. Ich wollte mich nicht streiten. Und ich dachte, wir können das Kriegsbeil begraben. Und sowas ähnliches wie eine Beziehung aufbauen, aber er hat sich nicht geändert. Wissen Sie, was das Umwerfende ist? Dass Sie und Ihr Dad sich so verdammt ähnlich sind. Klasse, fast so gut wie neu. Danke. Nein, ganz ehrlich, Sie haben mir das Leben gerettet. Würden Sie jetzt bitte gehen? Nein, nein. Setzen Sie sich, entspannen Sie sich ganz ruhig. Keine Panik. Ich werde Ihnen nichts tun. Okay. Dürfte ich mal telefonieren? Ricky, ich bin's, Gus. Hey, Gus, ich hab's gerade erst gehört. Ist das wirklich wahr mit Billy? Ja. Er ist tot. Ein Bulle hat ihn vor meinen Augen umgelegt. Meinen kleinen Bruder. Hör mal, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Willst du den Kopf kalt machen? In dem Fall kannst du dir abschminken, dass du jemanden findest, der dir überhaupt hilft, Mann. Nein, zuerst will ich ihn etwas quälen. Ich muss erst mal rausfinden, was dieser Kopf am meisten liebt. Um es dann zu zerstören. Du brauchst doch nicht gleich an die Decke zu gehen, es war doch nur eine Beobachtung. Dass sie sich Mühe gibt und ich nicht, das ist keine Beobachtung, das ist eine Verurteilung. Sie ist gekommen, um dich zu besuchen, das war ein großer Schritt für sie. Warum tust du jetzt nicht auch einen? Auch die längste Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt, Charlie. Wenn ich dich am Ziel der Reise los bin, denke ich drüber nach. In der Zwischenzeit halte ich raus. Tust du mir den Gefallen? Charlie. Und ich wünsche mir auch nicht tief im Herzen, dass du dich einmischst. Das ist nur mein Schild der Ärztin. Nettes Gemäuer, in dem Sie hier wohnen. Es ist Ihr Eigentum, keine Mietwohnung, habe ich recht. Sie gehört mir. Also ich weiß nicht wieso, aber ich mag diese Neubauten. Mein Haus hat lange Risse in den Wänden und keine Klimaanlage. Sowas nennt man Romantik. Glauben Sie mir, von dieser Art von Romantik... Also wissen wir, womit er unterwegs ist. Da, dein nächster fahrbarer Untersatz. Wie bitte, die Karre, der du in Platten verpasst hast? Kümmer du dich lieber um meine Klamotten. Ich werde eine Weile unterwegs sein, nur ein Hemd und eine Hose sind ein bisschen wenig für so einen langen Trip. Was schätzt du, wie lange? Wegen deiner Mutter, weißt du? Ich habe versucht, die Sache runterzuspielen, aber das macht sie alles ganz schön fertig. Verdammt, sie hat es nicht verdient. Ich werde ihre Schmerzen zusammenrechnen und dieser Bulle wird sie doppelt zurückzahlen. Hast du schon seinen Namen? Ich bin noch dabei. Gut. Und versprich mir, dass du ab und zu nach ihr siehst, ja, okay? Natürlich. Und achte darauf, dass sie ihre Tabletten nimmt, ja? Gib mir die Nummer, wo du zu erreichen bist. Ich rufe dich dann an, wenn ich die Sachen zusammen habe. Nein, da werde ich nicht mehr sein. Wie soll ich dich dann erreichen? Wo bist du hin? Ich habe keine Ahnung, okay? Ich rufe dich an, wenn ich es weiß. Viel platter geht's wohl kaum, was? Ich weiß, warum das passiert ist.
Immer wenn ich einen Truthahn im Ofen habe, denke ich, ich wäre in 10 Minuten zurück. Nachdem der Wagen neu ist, haben Sie bestimmt ein Reserverad dabei. Ihr Truthahn ist gerettet. Unser herzliches Beileid zum Tod Ihres Sohnes, Mrs. Palladino. Billy war immer ein guter Junge. Man sagte, hör auf, an der Wand herumzukritzeln, und er gehorchte aufs Wort. Er hat immer getan, was man ihm sagte. Wissen Sie, mit wem Billy so seine Freizeit verbracht hat? Wer sein Kumpel gewesen sein könnte? Charlie, ich glaube, ich habe hier die Antwort auf die Frage. Das ist Gus, mein Ältester. Gus und Billy sind Brüder? Warum könnt ihr Polizisten ihn nicht in Ruhe lassen? Gus ist ein guter Junge. Er lässt sich nichts zu Schulden kommen. Verzeihen Sie, Mrs. Palladino, aber Gus war am Tatort. Nein. Mein Sohn hat mir ein Versprechen gegeben. Ich kenne diese Phantomzeichnungen. Es war jemand, der ihm ähnlich sieht. Sie vermuten es nur. Sie haben ihn nicht gesehen. Doch, das habe ich. Sie waren dort. Sie waren das. Sie haben meinen Billy umgebracht. Hören Sie, das sind keine harmlosen Kinder mehr, die an Wände kritzeln. Waren Sie es? Es tut mir leid. Es blieb mir keine andere Wahl. Verlassen Sie mein Haus. Sie haben wohl keine eigenen Kinder, das merkt man sofort. Sie wissen nicht, was Kinderliebe ist. Sie wissen nicht, wie das ist, eins zu begraben. Schön, dass du da bist. Hast du Hunger? Du hast ja alle meine Titelfotos. Ja, ich wollte sie in ein Album kleben oder sowas, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Du kannst dich noch in Ruhe anziehen. Ich koche uns einen Topf Chili. Aber Chili so ganz ohne Fleisch ist ja ein bisschen langweilig, oder? Ich bin Vegetarierin. Du? Früher hast du ein ganzes Paket Würstchen alleine gefuttert. Naja, ich musste mich ja mit irgendwas beschäftigen, während du und Mama euch in der Wolle hattet. Zum Schluss sah ich aus wie eine Kugel. Ich habe ein paar tiefgefrorene Pizzas, die können wir ja auftauen und die Salamischeiben runternehmen. Nein, nein, lass nur, ich esse mittags sowieso fast nie. Aber ich dachte, vielleicht lässt du dich heute Abend zum Essen einladen. Was ist? Weißt du noch, wie du mich zum ersten Mal zum Essen eingeladen hast? Da warst du 7. Du hast mir ein Steak-Sandwich mit Zwiebelring spendiert. Ja, im Cider Mill, richtig. Und meine gesamte Barschaft bestand aus $2. Zum Schluss musstest du die Hälfte von meinem und dein Essen ganz zahlen. Trotzdem war es einer der schönsten Abende, die ich je hatte. Ja, mit heute Abend ist es eine gute Idee. Ich muss nur noch mal kurz telefonieren. Du hast schon was vor, stimmt's? Nein. Ich werde dir was sagen. Das trifft sich sehr gut. Ich wollte dir Jerry sowieso vorstellen. Jerry ist eine Freundin von mir. Jerry Burdick. Ich glaube, du wirst sie mögen. Ich will sie nicht mögen, Charlie. Ich will dich mögen. Kann ich für den Anfang nicht erst mal lernen, dich zu mögen? Ich ruf sie an und sage ab. Kein Problem. Nein, nein. Sag bitte nicht ab. Niemand mag absagen. Ich auch nicht. So war es aber nicht, Cindy. Denkst du etwa, es fiel mir leicht, mich von dir zu trennen? Es hat mich wahnsinnig gemacht, dass ich nicht miterleben konnte, wie du herangewachsen bist. Ach, konntest du deswegen kein Telefon finden? Du wolltest nicht mit mir sprechen. Ich hab's doch ständig versucht. Ja, aber dann hast du einfach aufgehört. Einfach aufgehört. Meintest du wirklich, dass ein 9-jähriges Mädchen will, dass du aufgibst? Hör zu, geh heute Abend mit deiner Freundin aus, okay? Tut mir leid, dass ich überhaupt davon angefangen habe, es war eine blöde Idee.
Falls du mich drüben brauchst, ruf mich an, Cass, okay? Ansonsten bleibe ich noch eine Weile hier. Kein Problem, Gus hat sich noch nicht bei seiner Mutter blicken lassen. Und wie geht's mit Sandy? Blendend. Ich habe den ersten Schritt meiner längsten Reise getan und bin dabei, meine Koffer schon wieder auszupacken. Hört sich an, als hättest du was falsch gemacht, Charlie. Vielleicht sollte ich zu dir rüberkommen und für dich tippen. Ich werde einfach hier bleiben, bis sie wiederkommt. Und dann versuchen, die Sache zu klären, okay? Es dauert nicht lange. Der Pitcher der Giants scheint Probleme zu haben. Er gibt seinem Coach Zeichen, ihn auszuwechseln. Vor der Spielerbank läuft sich Gomez warm. Ein letzter Versuch des... Entschuldigung, dieser stechende Schmerz in der Seite, ist das normal? Wie lange laufen Sie schon? Ich weiß nicht. Ich trab hier schon ein oder anderthalb Runden rum. Okay, ich will ehrlich sein. Ich sehe Sie immer laufen. Seit 3 Monaten schmachte ich danach, diese wunderschönen Beine kennenzulernen. Und heute habe ich mich endlich getraut. Darf ich ehrlich sein? Ich bin heute zum ersten Mal hier. Ich bin zu Besuch bei meinem Vater. Okay, dann bin ich auch ehrlich. Das mit dem ehrlich vorhin war gelogen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Hatten Sie mit der Nummer schon mal Erfolg? Fast nie. Hören Sie, wir sollten wirklich Halt machen, bevor ich aus den Latschen kippe. Wenn Sie jetzt anhalten, können wir reden, uns verlieben und viele, viele Kinder kriegen. Um zu streiten, uns scheiden zu lassen und von den Kindern gehasst zu werden? Ah, das könnte uns nie passieren. Dafür sind wir zu nett. Nur will es der Zufall, dass ich jetzt leider einen Herzinfarkt bekomme. Sie sollten nicht anhalten, ohne auszutraben. Hä? Ganz langsam. Also hören Sie, es gibt ein paar Ecken von hier eine sensationelle Eisdiele. Ich selbst rühre das Zeug ja nicht an, aber... Unglaublich. Aber ich muss Sie warnen, mein Vater ist ein Bulle. Ein Bulle? Sie machen Witze. Da muss ich ja meine Sonntagserziehung ausgraben. Noch ungefähr 4 Minuten zu spielen und eine gute Chance für die Nummer 22. Das Publikum steht auf den Stühlen. Hallo? Onkel Harry, ja, wie geht's denn? Natürlich ist die Karte angekommen, danke. Ja, ja, ich habe sie genau vor mir. Wie geht's Tante Simone? Ja? Na, dann grüße schön von mir. Nein, nein, ich kann jetzt wirklich nicht, Onkel Harry, ich bin gerade auf dem Sprung. Hallo, Tante Simone, wie geht's denn? Hey, Gas, Polizei! Auf dem Foto mit Gus. Wenn du nicht Gus bist, warum bist du dann abgehauen? Mom.
weißt, was sie getan haben. Mit unserem Billy. Warst du dort, Gus? Warst du auch dabei? Nein. Haben sie das gesagt? Haben sie das behauptet? Ich schwöre bei Daddys Grab, ich war nicht da. Mom, glaube mir. Entschuldige. Ich bin hin, um es zu verhindern. Die Jungs hatten mir erzählt, was er vorhatte. Und ich kam hin, kurz bevor der Bulle schoss. Ich habe ihn gesehen. Ich sah, wie er Billy abknallte und konnte nichts dagegen tun. Mom, es wird wieder. Ich werde auf dich aufpassen. Ich muss jetzt wieder los, Mom. Ich weiß nicht, wie lange Ricky den Bullen ablenken kann. Was machst du da? Du sollst doch nicht alleine aufstehen. Warum hast du nicht gerufen? Das ist mein Geld für Notfälle, Gus. Ich weiß, aber ich muss es mir borgen. Und weißt du auch, warum? Ich werde bald heiraten. Was? Ich weiß, der Zeitpunkt ist schlecht gewählt, aber ich werde heiraten. Und zwar ein wunderbares Mädchen. Sie heißt Cindy und sie brennt darauf, dich kennenzulernen. Und du wirst bald Großmutter. Oh Gott. Gott. Ich bekomme eine Frau. Und jemand verliert eine Tochter. Wer sind Sie? Was zum Teufel wollen Sie? Ich bin der Typ, der vorhin Polizei gerufen hat, bevor du die große Flitze gemacht hast. Ricky Gardino. Weißt du, dass der Führerschein abgelaufen ist? Ich schwör's, ich hab sie nicht gehört. Ich hab nur jemanden auf dem Motorrad gesehen und keinen blassen Dunst gehabt, was los war. In so einer weichen Birne ist ja nicht viel Platz für ein Gedächtnis. Also, du hattest gerade diese Klamotten aus Gus Palladinos Haus geholt. Und als du gecheckt hast, dass ich ein Bulle bin, war der heiße Reifen angesagt. Was mich vermuten lässt, weil ich ein ganz cleverer bin, dass du mit den Sachen zu Gus Palladino wolltest. Na, klingelt schon ein Glöckchen bei dir? Hey, Moment mal. Ich wollte zu niemandem mit den Sachen. Das ist mein Zeug. Ich habe sogar irgendwo eine Rechnung dafür. Sag mal, machst du das immer so? Hosen zu kaufen, die dir nicht passen, um sie dann bei Gus zu verstauen? Er hat sie sich geborgt. Ist das verboten? Und du hast auch keine Ahnung, wo Gus ist. Du hast ihn weder gesehen, noch hast du was von ihm gehört. Von Gus? Hör zu, Kleiner, ich bin nicht über den scheiß Zaun geklettert, um mich von dir verarschen zu lassen. Ich mag keine Zäune, ich kletter auch nicht gerne. Wenn du jetzt Gedächtnisschwund haben willst, bitte von mir aus. Aber ich klebe dir einen Bullen an den Hintern, Mann. 24 Stunden rund um die Uhr, das ganze Programm. Und sollte dir rein zufällig Gus über den Weg laufen, da bist du am dransten, mein Kleiner. Sie haben mich überzeugt. Ich nehme sie. Ja, ein schönes Stück. Eine der besten Waffen, die ich führe. Wenn Sie das hier noch ausfüllen, wären wir dann soweit. Es wird noch so weit kommen, dass man beim Milcheinkaufen was ausfüllen muss. Bedauere, Schätzchen, ich bin schon vergeben. I'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime. Wirklich? Sie heiraten? Ich kann's nicht verbergen, was? Und jetzt sagen Sie mir, wie viele Frauen kennen Sie, die in ihren Flitterwochen mit auf die Jagd gehen würden? Um ganz ehrlich zu sein, fällt mir keine einzige ein. Sie sind der Glücksbus. Ja, sie ist ein bezauberndes Mädchen. Sie möchte bei allem, was ich tue, dabei sein. Ihr Vater ist Polizist. Ach ja, Polizist. Ja, ja. Wir verstehen uns noch nicht so gut, aber ich glaube, ich krieg das hin. Nein, sehr gut so. Danke, Lieutenant. Morgen früh können wir Mrs. Palladinos Telefonate mithören. Warum beobachtest du nicht das Haus? Tobias hat mich abgelöst. Ich habe einen Freund von Gus erwischt. Sein Name ist Ricky Gardino. Er kam aus Palladinos Haus mit einem Seesack voller Klamotten, aber das Vögelchen sagt keinen Pieps. Hast du ihn eingebuchtet? Ich dachte, es wäre besser, wenn sich Carmichael an ihn dranhängt, falls er blöd genug ist, Gus zu besuchen. Wie ist dein Gespräch mit Cindy gelaufen? Sie ist nicht wiedergekommen. Sagst du dich? Naja, ich habe so ein komisches Gefühl. So ein Gefühl, wie Cops das manchmal kriegen. Das Kind ist doch schon groß, Charlie. Ihr fehlt nichts. Ich sag dir was, Cass.
Ich habe dieses Gefühl im Bauch und in 9 von 10 Fällen lässt mein Bauch mich nicht im Stich. Hallo. Ich störe euch doch nicht hoffentlich. Mm-mm. Es tut mir leid, dass ich mich gestern nicht mehr gemeldet habe. Entschuldige bitte. Du brauchst dich nicht zu melden. Du bist doch schon groß. Ich bin aber froh, dass du noch nicht abgereist bist. Daran gedacht habe ich schon. Aber dann hätte ich nicht mit dir und Jerry zu Abend essen können, falls deine Einladung noch gilt. Würde sie, wenn ich Jerry nicht längst abgesagt hätte. Nach unserem Gespräch hatte ich keine große Lust mehr zum Feiern. Ruf an. Sie ist jetzt schon weg. Sie wollte zu ihrer Schwester nach Riverside. Na, dann gehen eben nur wir beide. Walt hat mir von einem super Restaurant im Hafen erzählt. Walt? Wer ist Walt? Ich habe ihn beim Joggen kennengelernt. Eigentlich bin ich mit ihm zum Essen verabredet, aber ich kann ihm absagen. Nein, du. Warum gehst du nicht mit Walt Charlie, später? Bitte. Komm schon, er wird es verstehen. Ich würde ihn ja anrufen, aber ich habe keine Nummer. Wir treffen uns dort. Komm schon, du darfst wie ein richtiger Vater sein und ihn verscheuchen. Weißt du, dieser Fall ist noch zu heiß und ich möchte nicht alles auf Kess abwälzen. Alles unter Kontrolle, Charlie. Ich muss nur noch auf das Fax über Dr. Ruskins Telefongespräche warten. Und ich glaube, das schaffe ich gerade noch allein. Charlie, bitte. Darf ich dich einladen? Krieg ich in dem Laden auch wirklich ein Steak? Haben die auch was anderes als Brokkoli auf der Karte? Ja, die haben Steaks. Ich habe extra angerufen. Und sie bereiten es dir auch gern wie eine alte Schuhsohle zu. Weißt du noch, dass ich es gerne durch. Wie könnte ich das je vergessen? Steak, kein rohes Fleisch. Steak, kein rohes Fleisch. Oh, warte, ich möchte dir was zeigen. Das habe ich bei meinem letzten Umzug gefunden. Ah, daran kann ich mich erinnern. Gordon Philmans Geburtstagsparty. Der Knirps, dem der Mund immer offen ist. Der Gorilla, den ich dir geschickt habe. Nein, Mama hat ihn mir geschickt. Nein, ich habe ihn dir zum 13. Geburtstag geschickt. Ich weiß noch, wie ich nach Hause fuhr. Der Kopf hing zum einen und die Füße zum anderen Fenster raus. Hat deine Mutter nicht gesagt, dass er von mir war? Hast du die Karte nicht bekommen? Was redest du da? Mama hat ihn mir geschenkt, nachdem ich mich in den echten Gorilla im Zoo verliebt hatte. Ja, ich war dabei, als du dich verliebt hast. Ich weiß noch, ich habe für $5 Affenfutter gekauft. War er noch im Kühlschrankkarton, in den ich ihn gepackt hatte? Oder hat deine Mutter den auch verschwinden lassen? Ich möchte das nicht hören, okay? Es gibt bestimmt eine Erklärung dafür. Ja, und die kann ich dir auch geben. Du solltest nicht wissen, dass ich viel an dich dachte. Das ist nicht wahr, das hätte sie nie getan. Du solltest denken, du bedeutest Wenn mir nichts. Wenn das so wäre, wärst du selbst da gewesen, um mir den blöden Gorilla zu schenken. Herzlichen Glückwunsch! Hey, hey, hey. Wohin des Wegs, Prinzessin? Hi. Hi. Ich hatte schon Angst, du würdest nicht mehr kommen. Ein lila Hund. Danke. Vielleicht solltest du nachsehen, ob er noch da ist und nochmal mit ihm sprechen. Nein. Du kennst meinen Vater nicht. Er war weg in dem Moment, als ich ging. Ich komme mir so albern vor, als wäre ich wieder ein kleines Kind. Ich habe ein Händchen dafür, alles verkehrt zu machen. Hör mal. Wir beide gehen jetzt ganz gemütlich essen. Du beruhigst dich und dann besuchen wir deinen Dad. Ich hatte sowieso vor, ihn kennenzulernen. Ja, gern. Vielleicht war meine Zwischenlandung doch nicht so sinnlos. Hast du vielleicht ein paar Münzen? Woran liegt es nur, dass sich jeder in diesen Dingern wie ein Idiot aufführt? Och, mach die Fotos nicht schlecht. Meine Mutter wird sie mögen. Und dein Vater bestimmt. Ja, ich weiß nicht so recht. Ein paar Minuten gebracht von Gus und dem hübschen Mädchen, mit dem er zusammen ist. Sie wollen heiraten. Hat Gus dir das erzählt? Ja. Ja, er hat mir davon erzählt. Ich wusste nur nicht, dass es schon offiziell ist. Ist doch prima. Ich hoffe nur, dass er nichts überstürzt. Ich meine, wegen Billy. Ja, hoffentlich nicht. Vielleicht ja, wahrscheinlich aber nicht. Man kann nie so genau wissen. Die Polizei war kurz danach bei mir und sagte, Gus wäre auch bei dem Überfall dabei gewesen. Nein, Ma'am.
Nein, das ist absolut unmöglich. Gus und ich waren zusammen. Wir waren zusammen in einer Bar, als der Anruf kam, dass Billy dieses Ding vorhat. Er war am Tatort, aber nur um den Kleinen aufzuhalten. Bitte, du darfst Gus nicht sagen, dass ich dich gefragt habe. Er soll nicht denken, dass ich ihm nicht traue. Klar, das bleibt unter uns. Also, kann ich Ihnen irgendwas helfen? Was kann ich tun? Du kannst Gus etwas von mir geben. Sie wollen ihm Ihren Ring geben, Mrs. Palladino? 30 Jahre habe ich ihn getragen. Er hat mir viel Freude und inneren Frieden gebracht. Ich werde nicht ewig leben. Bestimmt nicht. Und warum sollte ich mich damit begraben lassen, wenn der Ring meinem Sohn vielleicht Glück bringt? Wir haben jetzt einen besonderen Geburtstagsglückwunsch für Phoebe von Cap. Ich habe eben Tobias getroffen. Er sagte, du hättest ihn abgelöst. Und er war auch überaus dankbar dafür. Immerhin hatte er schon volle 45 Minuten hier Wache geschoben. Weißt du, ich sitze hier und überlege, warum diese alte kranke Frau da drin eine bessere Beziehung zu ihrem Kind hat, einem gesuchten Mörder, als ich zu meinem. Charlie, Töchter sind schwieriger. Das geht nicht so einfach von selbst. Schon wieder ein weiser Spruch? Deine Theorie von der langen Reise war nämlich ein Volltreffer. Was machst du überhaupt hier? Wir zwei sollten jemanden besuchen, und zwar Ricky Gardino. Ricky ist da drin seit über 20 Minuten. Warum, hast du irgendwas? Was für ein Anruf? Ich habe keinen Anruf bekommen. Um 10.46 Uhr heute Morgen hat Gus dich im Kino angerufen, Ricky. Und zwar von Sonja Ruskins Wohnung aus. Willst du den Computerausdruck der Post sehen? Tut mir leid, das Gespräch muss ein anderer angenommen haben. Ich habe nicht mit Gus gesprochen. Da gibt es keinen anderen, Ricky. Ich habe mit deinem Boss gesprochen. Du warst es. Und komm jetzt nicht mit der falsch verbunden Tour. Es dauert nicht über 4 Minuten, jemanden zu verklickern. Er wäre falsch verbunden. Wir haben deine Akte überprüft, Ricky. Es hat ziemlich gedauert, bis wir sie durch hatten. Weißt du, was dabei rauskam? Selbst bei guter Führung kämst du erst als Greis frei. Also überleg's dir. Er ist nach Tijuana. Wenn du jetzt Mist erzählst, dann... Ich weiß nicht mehr, das hat er mir gesagt, okay? Dort wollte er hin. Soll ich dir was sagen, Ricky? Das kaufe ich dir nicht ab. Ich glaube, du versuchst uns so weit wie möglich von Gus wegzuführen. Er wollte wirklich nach Tijuana. Es ist seine Hochzeitsreise. Gus hat geheiratet? Ja. Ein wunderschönes Mädchen. Warum fahren Sie ihnen nicht nach und ruinieren Ihr Leben auch noch? Er ist dort unten, ganz sicher. Ihr Ehrenwort, Mrs. Palladino? Sie irren sich, was Gus betrifft. Wenn er zurückkommt, werden Sie es sehen. Sind die von Gus? Ja. Also wenn ich in den Blumenladen anrufe, dann sagen die mir, der Auftrag kommt aus Mexiko, richtig? Das kann man nie wissen. Vielleicht hat er sie bestellt, bevor er weggefahren ist. Wäre doch möglich. Ja, Sie haben heute einen Strauß geliefert in die Mulberry 7. Das war eine Falle! Die ganze verdammte Zeit lockt er mich in eine Falle! Ich suche dieses Pärchen. Sind Sie hier? Wäre möglich. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Wer könnte Sie bedient haben? Es ist ein Notfall. Raucher oder Nichtraucher? Nichtraucher. Sie joggt doch, dann raucht sie nicht. Ja, dann kommst du mal eben. Haben Sie die beiden bedient? Ja, vor etwa 5 oder 10 Minuten. Wissen Sie, wo Sie hin wollten? Sie fragten einen Bootsverleiher. Wollten segeln gehen, glaube ich. Danke. Der Angelladen am Ende des Stegs. Walt, vielleicht sollten wir lieber gehen. Ich glaube, es gibt Schwierigkeiten. Ah, und
Was für welche? Okay, Freundchen. Mach schon raus hier. Verschwinde! Charlie! Lass sie los, Gas! Lass uns drüber reden! Klar! Schicken Sie Ihre Jungs weg und kommen Sie rein, reden wir! Sie hat mit der Sache nichts zu tun, Gas! Lass sie bitte laufen! Ich sagte, kommen Sie rein! Oder brauchen Sie 10 Sekunden Bedenkzeit? Charlie, wenn du da reingehst, knallt euch beide ab! 9, 8, 7, 6, 5 Sekunden und Cindys Kopf rollt aus dem Fenster! 4, 3... Gut! Zieht ab! Haut schon ab, na los! Und du verpisst dich auch, Partner! Das ist eine Familienangelegenheit! Hey! Hey! Sag dem Penner, ich hab vor mir die Fenster und hinter mir die offene See, also keine faulen Tricks, klar? Wenn er uns umlegt, lass ihn nicht lebend hier rauskommen. Deine Knarre. Man hört, dass Leute mit Waffen häufig den Hang haben, sie auch zu benutzen. Verzeih mir, Charlie. Ist nicht deine Schuld. Kennen Sie den Unterschied zwischen uns Battles? Ich bringe Familien zusammen und Sie reißen sie auseinander. Was willst du noch, Gas? Du könntest doch längst in Mexiko sein. Bist du hier, um meiner Tochter eine Waffe an den Kopf zu halten? Nein. Ich bin nur hier geblieben, damit du siehst, wie ich deiner Tochter das Köpfchen wegblase. Was wird deine Mutter wohl sagen, Gas? Jetzt kannst du dich nicht mehr rauslegen, sie wird's erfahren. Machen Sie sich bloß keine Hoffnung. Glauben Sie, bei dem Namen meiner Mutter breche ich zusammen wie ein Klappstuhl? Wir sind eine starke Familie. Wir halten zusammen. Und wir werden es schaffen. Nicht wie Bill. Oder wie Cindy. Willst du mich aus Rache für deinen Bruder erschießen? Wenn du denkst, ich hab's verdient, bitte. Aber Cindy hat keinen Laden überfallen und doch nicht versucht, jemanden umzubringen. Nein! Erschieß mich, aber sie lass gehen. Sie kapieren es immer noch nicht, habe ich recht? Sie will ich gar nicht töten. Ich will, dass sie zusehen, wie jemand stirbt, den sie lieben. Klar? Sie zu killen, würde alles verderben. Runter! Will er denn noch mit dir reden? Er ist schon seit einer Stunde da drüben. Du weißt doch, wie das mit Vätern und Töchtern ist, Ballantyne. Unser eins wird das nie kapieren. Kannst du nicht noch bleiben? Die Metros sollen einen neuen Pitcher haben, könnten ein gutes Spiel werden. Wirklich gerne, Charlie, aber ich habe Termine beim nächsten Mal, ehrlich. Sieht dein Schlag immer noch nach links oder hast du das mittlerweile im Griff? Alte Gewohnheiten kleben wie Honig. Kommt ganz darauf an, wie sehr man sich bemüht. Das fällt uns beiden nicht leicht, stimmt's? Tja, auf nach Tansania. Und vergisse nicht, mich anzurufen, wenn die Fotos veröffentlicht werden. Okay. Und du kannst mal auf meinen Anrufbeantworter sprechen. Ich höre ihn ab von unterwegs. Wird gemacht. Pass auf dich auf.